Wir kommen zum Volleyball, denn gestern hat das deutsche Nationalteam einen historischen Sieg errungen. Sie sind zwar Zweiter geworden bei der EM in Polen, aber dennoch war es die allererste Medaille in einer Europameisterschaft für die Volleyballer. Bei mir zu Gast vom Tirol Alpenvolley, der Sportdirektor und Headcoach Stefan Kretjanski. Herzlich willkommen. Der Spieler Jonas Sargstetter. Servus. Und der Leiter des Marketing Christian Siegel. Das Spiel verfolgt gestern? Natürlich, im Livestream. War sensationell tolles Spiel auf höchstem Niveau. Also bessere Werbung für einen Volleyballsport gibt es nicht. Speziell auch in der jetzigen Situation der Hypo-Tirol Alpenvolleys. Natürlich nochmal emotionaler, weil das erste Jahr in der deutschen Bundesliga für uns ist. Stefan, wenn ich ehrlich bin und ich hätte mich nicht auf die Sendung vorbereitet, hätte ich nicht gewusst, dass es eine Volleyball-WM zurzeit stattfindet. Ist es so ein bisschen allgemein so der Nachteil, dass Volleyball nicht ganz so bekannt ist? Ja, leider muss man so sagen. Einfach, der Volleyball ist immer noch ein bisschen im Schatten von den Top-Sportarten. Aber natürlich, wer Volleyball folgt, der weiß, dass, um was geht. Und genau wie Christian gesagt hat, also Finale in gestern Deutschland gegen Russland auch ein glaube ich, hohes Niveau. Plus die Eröffnung des EM vor fast 50.000, 60.000 Zuschauern, das war was wahnsinnig. Also das war super, super, super Event und ich glaube auch für Deutschland jetzt so sehr erfolgreich. Die EM war in Polen. Polen ist eine Volleyball-Hochburg. Nach Brasilien und Russland kommt Polen. Wie ist es bei euch, Jonas? Du kommst von einem Volleyball-Internat, jetzt nach Innsbruck. Wie fühlt man sich? Bist du so ein kleiner Star oder bist du mehr so der Spieler wie jeder andere? Naja, ich denke auf jeden Fall, ich bin Spieler wie jeder andere, weil ich bin auch noch sehr jung und deswegen würde ich mich auf keinen Fall als Star bezeichnen. Aber für mich ist es, glaube ich, eine Riesenchance und mal gucken, was daraus wird. Ja. Ihr seid eine interessante Konstellation. Und zwar besteht ihr aus dem TSV Unterhaching und dem langjährigen, sehr erfolgreichen Team, dem Volleyballteam Innsbruck. Und ihr nennt euch Hypo Tirol Alpenvolleys. Christian, wie kamst du zu dieser Spielgemeinschaft? Zu dieser Spielgemeinschaft kam es dazu, dass wir in Österreich zehnfacher Serienmeister waren mit dem Hypo Tirol Volleyballteam. Der DSV Unterhaching eine langjährige Tradition gehabt hat in der ersten deutschen Bundesliga, war Champions League Teilnehmer. Und für uns war der Volleyballsport in Österreich nicht mehr so interessant, weil wir am Plafond waren. Und heißt, es war ein bisschen langweilig für euch, weil ihr immer gewonnen habt? So ist es, genau. Wir hätten zwar die Champions League gehabt, aber wenn du in der heimischen Liga nicht gefordert bist, kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Und damit sind wir stagniert. Und dann kam die Information aus Deutschland, es gibt die Möglichkeit einer Wildcard. Und unser Manager Hannes Krontaler hat es dann sofort aufgegriffen und hat mit Unterhaching telefoniert, weil da eine lange Freundschaft besteht schon. Und Unterhaching hat gesagt, ja super, wir wollen sowieso gleich in die erste Liga, also nicht von der dritten in die zweite, sind wir ja sportlich aufgestiegen, aber wir wollen wieder Erstliga-Volleyball spielen. Und dann haben wir die Wildcard beantragt und haben sie Gott sei Dank auch erhalten. Unterhaching war bis 2013 erstklassig, hat viermal den Pokal gewonnen, war dreimal Vizemeister. Stefan, will man ein bisschen an diese Tradition anknüpfen? Ja, sicherlich. Also ich kenne mich mit dem Sportdirektor von Unterhaching, Michael Padoretto, schon seit glaube ich, 20 Jahren. Und genau die Idee, dass diese Zusammenarbeit mit Unterhaching dasteht, da haben wir gleiche Meinung gehabt. Und ich glaube auch, dass sie wirklich auf diese Erfolge, was Unterhaching vorher gehabt hat, anschließen können. Und auch unser Dreijahresprojekt, mindestens Dreijahresprojekt, so erfolgreich wird, dass wir dann im dritten Jahr schon vielleicht im Finale stehen. Also große Motivation natürlich für uns sportlich, aber auch natürlich wissen wir, dass das bedeutet viel Arbeiten. Und da hoffen wir, dass dieses Ziel auch schaffen können. Jonas, du bist ein Nachwuchsspieler, du kommst aus dem Internat, haben wir gesagt, du kommst aus Unterhaching, aus der zweiten Mannschaft, jetzt in das erste Team der Alpenvolleys. Wie ist so die Stimmung im Team? Also auf jeden Fall sehr positiv. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich halt der jüngste Spieler war und wusste nicht, wie ich aufgenommen werde. War da sehr respektvoll, aber dann wurde ich eigentlich sehr positiv aufgenommen mit meinem Zimmerkollegen oder meinem Mitbewohner.
dem verstehe ich mich sehr gut. Und auch zwei polnischen Spieler, die schon mit großen Namen wie Lukas Kamper oder Markus Böhme gespielt haben, die haben mich auch sehr freundlich aufgenommen. Also ich komme sehr gut mit allen zurecht eigentlich. Stefan, wie viel Unterhaching steckt denn noch in den Alpenvolleys? Ihr habt, wenn man so durchliest, 4 Brasilianer, 2 Slowaken, einen Tschechen, einen Deutschen, einen Kolumbianer, einen Belgier, einen Kanadier, einen Polen, einen Bulgaren und einen Österreicher. Wie viel Unterhaching ist da noch drin? Natürlich, dieses Jahr war es ein bisschen schwerer für uns, weil wir haben ziemlich spät erfahren, dass wir wirklich die Wildcard bekommen haben. Und dafür haben wir auch spät mit der Mannschaftszusammenstellung angefangen. Mit ein paar Tippen sicherlich heuer, speziell wie zum Beispiel Jonas und auch der junge Kolumbianer, haben wir auch 2 ganz junge, talentierte Spieler geholt. Und natürlich aber ohne, muss auch Qualität haben. Und das war für uns einfach ein bisschen zu spät, nach Deutschland nochmal zu schauen, auf den Markt oder nach Österreich. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ab nächster Saison wieder ein paar mehr Spieler von Unterhaching oder deutsche Spieler haben können. Dass man das zweite Team vielleicht so als Pool zieht, um Spieler hochzuziehen. Sicher, ja. Christian, ihr spielt in Innsbruck. Wie teilt sich das genau auf, die Spielverhältnisse? Es ist so, dass wir insgesamt 4 Heimspiele in Unterhaching haben und 7 in Innsbruck. Nächstes Jahr soll sich das Verhältnis auf 50-50 ausdehnen, weil wir damit spekulieren, dass wir einen Europacup-Platz erreichen. Das heißt, das Ziel ist im ersten Jahr Platz 4 oder 5 in der deutschen Liga. Und dann werden die Spiele eben aufgeteilt. Wie läuft es mit der Orga ab? Also wie viel muss da kommuniziert werden zwischen diesen 2 Vereinen? Ja, es ist natürlich sehr schwierig, weil 2 Fankulturen aufeinandertreffen. Aber ich denke, dass mit der Erklärung des Logos schon allein sehr viel getan ist. Denn wir haben im Prinzip das A für Alpen und das V für Wolleys integriert und haben dazwischen die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Und die haben wir aufgebrochen. Und es ist ja immer so, man trifft sich immer am Gipfel. Das heißt also, die Berge trennen nicht Tirol von Bayern oder von München, sondern sie verbinden eher, man trifft sich am Gipfel und wir hoffen, dass wir den sportlichen Gipfel natürlich auch erreichen. Jonas, bist du Unterhachinger, bist du Innsbrucker oder bist du ein Alpenvolleyball? Ich glaube, ich bin von jedem so ein bisschen was, aber dann, ich glaube, im Groben so auf jeden Fall beides ein bisschen und dann ein Alpenvolley. Am 15. Oktober beginnt eure Saison. Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns nochmal die Saison und dann vielleicht auch oben in der Tabelle. Wir kommen zum Trabrennen. Am gestrigen Sonntag war in Dagelfing der Hackerpro Bayernpokal. 8 Fahrer sind an den Start gegangen. Das Rennen war mit 30.000 Euro dotiert und meine Kollegin Monika Harzenetter war vor Ort.